Sonntagabend, es ist 8:30 Uhr. Wir sind mitten in der Produktion vom Profil. Wir produzieren aktuell 80 Seiten. Ich habe meinen Leitartikel bereits geschrieben. Vielleicht muss ich ihn noch ein wenig verändern. Wir arbeiten an der Titelseite, sind uns noch nicht ganz im Klaren darüber, wie die aussehen wird. Möglicherweise schreiben wir auch nur 80 Seiten Profil drauf. Was ist das Überraschende an diesem Wahltag? Überraschend ist, dass die FPÖ doch schlechter abgeschnitten hat, als wir alle vermutet hatten, die Grünen ein wenig besser und die ÖVP sehr stark ist. Alles andere bewegt sich in dem Korridor, den wir erwartet hatten. Allerdings hat das Auswirkungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine türkis-blaue Koalition wieder gibt, sind etwas gesunken. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine türkis-grüne oder auch türkis-grün-Neos-Koalition gibt, ist wesentlich größer geworden. Warum? Weil sich Türkis-Grün ausgeht, ohne dass man die Neos dazu brauchte, auch ohne dass die Gefahr bestünde, wenn ein Mandat verloren geht, zum Beispiel bei den Grünen, die Mehrheit im Parlament verloren ginge. Und auch, weil Sebastian Kurz, aber auch die Grünen, dieses Wahlergebnis wohl als einen Auftrag empfinden müssen, hier zusammenzuarbeiten. Wenn das tatsächlich so kommt, ich glaube, es wird Monate dauern, bis die Koalitionsverhandlungen vorbeigegangen sind, wenn das wirklich so kommt, Türkis mit Grün, allenfalls mit Neos, aber vor allem mit Grün, dann wird das der größtmögliche Kompromiss in der Nachkriegsgeschichte Österreichs sein. Die Positionen von der sehr konservativen Kurz-ÖVP und den Grünen sind sehr weit auseinander, immer gewesen in den vergangenen 2 Jahren vor allem. Andererseits, für unwahrscheinlich halte ich es nicht, dass es passieren wird. Allerdings, Türkis-Blau ist noch immer möglich, auch wenn die Blauen, wie Harald Wilimski es gesagt hat, derzeit ein wenig in Richtung Opposition tendieren. Der Schock wird bald vorbei sein und dann wird die Lust an der Macht und an der Regierungsbeteiligung vielleicht auch wieder gegeben sein. Viel Vergnügen und Interesse an und mit und für das neue Profil, das es ab Montag etwa Mittag im Einzelhandel zu kaufen gibt und das ab Dienstag bei allen Abonnentinnen und Abonnenten ist.